So, nach den VHS-Kassetten folgen natürlich meine DVDs. Ich habe das hier halbwegs vorbereitet, ein bisschen mein Regal ausgeräumt, die ganzen Lokomotiven und Waggons, die dort stehen sollten. Hi, sind erstmal da. So, ich werde die Kamera gleich ein paar Mal umbauen müssen, weil ich bin mir nicht sicher, wie das hier klappen soll. Das sieht momentan so aus, mein Handy war da drin, auf dem Stativ, auf dem Stuhl. Ja. Okay, here we go. Okay, jetzt gerade steht das Stativ auf dem Minis-Eimer, dem Karton der Nebelmaschine und auf meinen Wireless-Series-Büchern. Okay, das wird ein bisschen aufwendig und wird auch ein bisschen lange dauern. Deshalb werde ich einfach jetzt gleich jede Menge Jump Cuts machen und die ganzen DVDs einzeln zeigen. Thomas stellt sich vor, enthält die drei Folgen aus der ersten Staffel Thomas und Gordon, Thomas Zug und der Unfallzug, sowie das erste Hörspiel Thomas, die Rangierlokomotive aus Thomas, kleiner Frechdachs Thomas. Thomas und seine Freunde Teil 1 enthält die ersten beiden Videokassetten von Karussell und damit die ersten 20 Episoden der ersten Staffel und damit die ersten 20 Episoden der TV-Serie. Jetzt kommen wir zu den, ich habe sie immer Hit-DVDs genannt. Ich weiß nicht, ob ich die Folgen vorlesen soll. Ich denke, ich mach's einfach und schneide noch mehr. Freunde helfen Freunden. Mit den Folgen Bertys Jagd, nicht verschrotten bitte, Hilfe für die Zwillinge, Henrys Wald, immer dieser Schmutz, eine wirklich nützliche Party, vier kleine Lokomotiven, eine Überraschung für Percy und mach jemand anders eine Freude. Und ja, ich könnte auch die ganzen Staffeln dazu nennen, die kenne ich auch auswendig, aber das wäre dann ein bisschen zu lange. Als nächstes dann Nummer 3, Lokomotive sein ist toll. Nummer 2, Helden auf Schienen, habe ich ja wie gesagt als Kassette. So, jetzt sieht man meine Hand auch. Das Bild ein bisschen eingezoomt. Lokomotive sein ist toll enthält Bertie der Bus, eine weltberühmte Lok, Edwards Heldentat, Thomas Zug, Percy nimmt ein Bad, Mavis ein ganz spezieller Brief, Toby und die Flut und James und die Geschichte mit dem Baum. Viele kleine Helfer. Mit den Episoden ein tolles Weihnachtsabenteuer, der fehlende Weihnachtsbaum, die Weihnachtsfeier, ein Schal für Percy, die Lawine, Terence der Traktor in der Mine, der fliegende Bückling und Toby in Gefahr. Zeig, was du kannst. Mit den Episoden Thomas und Trevor, Percy und Harold, Percys Versprechen, Kinderkrankheiten, unnütze Käfer, dreckige Dinger, großmäulige Lastwagen, Helden und Lokomotiven mit Kohlewagen. Mit Volldampf voraus. Mit den Episoden James und der Schnellzug, auf See, schlafende Schönheit, auf der Drehscheibe geht's rund, um Haaresbreite, Zeit für Ärger, ohne Ball kein Spiel, wer bringt die Post und Toad und das Rückwärtsfahren. Thomas, tierische Abenteuer, mit Mäh, ein Stier auf dem Gleis, Summ, 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 Kühe, Thomas geht angeln, die Kobolde und der Ehrengast, Henry geht baden, Fisch und der Wollbär. Dann Nummer 8 ist Hurra für Thomas und im Gegensatz zu den anderen, die ja bisher immer 9 klassische Folgen beinhalteten, weil enthält diese DVD jetzt hier 4 Episoden aus der neuen Serie. Und diese 4 Episoden sind Thomas und das Feuerwerk, Percy wird laut, Fisch aus Staffel 8, in Staffel 4 gab es auch eine Folge, die Fisch hieß, und Nettigkeit siegt. DVD 9, aller Anfang ist schwer, enthält dann wieder klassische Folgen. Spencer ist auf dem Cover, aber taucht nicht auf in den Folgen. Die dann wären Thomas und Gordon, Hilfe vom kleinen Edward, die Güterwagen, der Unfallzug, James und die Personenwagen, die Güterwagen machen Ärger, mit James scherzt man nicht, der Postzug und George macht Mist. Die besten Loks von Sodor, wieder mit neuen Seriefolgen, ihr versteht, was ich meine. Edward der Große, du schaffst das, Toby, Percy und der Zauberteppich und alles wartet auf Thomas. Schiene frei für Dampf und Diesel, dann so gesehen die letzte von diesen DVDs mit klassischen Folgen. Diesel 10 ist auf dem Cover, was auch keinen Sinn macht, aber okay. Sagen wir Clickbait. Gordon in Not, Thomas und der Schaffner, Pfeifen und Niesen, Chaos im Kohlestaub, schöner Mist, Herr Diesel, Dieselitis, Thomas entgleist, schon wieder Diesel und Vertrauen ist besser. So, jetzt aber nur noch die neue Serie. Nummer 12, so viele Überraschungen mit den Folgen. Thomas platzt vor Neugier, Gordon sagt, wo es lang geht, Emilys neue Strecke, Henry und der Wunschbaum. Ich hab grad irgendwie einen Blackout, ich kann mich nämlich irgendwie null an die Folge Thomas platzt vor Neugier erinnern. Okay, meine Erinnerung wurde aufgefrischt. Nummer 13, starke Loks unterwegs. Und deshalb mache ich Henrys Stimme, weil er auf dem Cover ist. Thomas und die Tuba, reif für den Schrottplatz, James übertreibt und geteilter Spaß ist doppelter Spaß. Die Geisterlok. Mit den Folgen Die Geisterlok, Percy und der Geist von Sodor, Halloween und Duncan und das verlassene Bergwerk. Und das wäre doch jetzt die erste DVD, dessen DVD-Name der Name einer Folge ist, oder? Die Geisterlok. Ja, dann Thomas und der Regenbogen. Mit Thomas und der Regenbogen, Mollys Sonderfahrt, Diesels Märchenstunde, Henry und der Fahnenmast. Die mutigste Lok der Welt. Und hier sind 5 Folgen drauf, nämlich die mutigste Lok der Welt. Thomas bekommt neue Waggons, der dicke Kontrolleur und das Geburtstagspicknick, die Folge mit dem längsten Titel. Emily weiß alles besser und Thomas und der Steinadler. Nummer 17, Thomas und das Raumschiff. Und das wäre dann die letzte DVD, die einen Originaltitel hat, der nicht der von einer Folge ist. Die Folgen hier sind nämlich, oh, diesmal 6.
Percy sieht ein Raumschiff, Thomas schummelt, Gordon und der Ingenieur, Thomas setzt die Segel, Emily und die Schmuddelok und Spencer, der Angeber. Alles Staffel 11. Hier dann Thomas und die neue Lok. Mit Thomas und die neue Lok, die Wunderlampe, Thomas und der Spielzeugladen, Thomas hat eine gute Idee und Hilfaktion für Edward. Das ist doch jetzt wieder aber alles Staffel 9, oder? Das ist ein paar von den Staffel 10. Ich meine, das ist alles Staffel 9. Ja, die Reihenfolge von denen wird oft hinterfragt, zu Recht. Nummer 19. Wo ist der Weihnachtsbaum? Mit Wo ist der Weihnachtsbaum? Der furchtlose Freddy. Wo geht's lang? Tobis neuer Schuppen. Thomas und sein winterlicher Freund. Und die verschwundenen Waggons. Dann hier. Thomas auf Schatzesuche. Mit Thomas auf Schatzsuche. Duncans Trick. Thomas und das Düsenflugzeug. Eine ruhige Fahrt. Und immer der Mehlspur nach. Thomas und der Leuchtturm. Mit den Folgen Hector der Schreckliche, Thomas und die Geschichtenerzählerin, Thomas und der Leuchtturm, der große Zauberer, die Glückswaggons und ach du dummer Billy. Die neue Dampfpfeife, Tobis großer Tag, Thomas und der Ausreißer, Fragen kostet nichts, die neue Dampfpfeife und Thomas klappert. So, das ist das erste Regal durch und jetzt auf zum nächsten. Wie praktisch, jetzt gleich der Übergang zu den ganzen CGI-DVDs. Gut, technisch gesehen, Beste Freunde, Staffel 12, war noch mit Modellen gefilmt, aber komm schon. Da hat CGI angefangen, also ja. Beste Freunde, die einzige deutsche Veröffentlichung von Staffel 12. Und die Folgen hier sind Der Mann in den Bergen, Quietschende Bremsen, Das Überraschungskonzert, Was für ein Theater und Beste Freunde, die letzten Folgen von Staffel 5, von Staffel 12, die letzten 5 Folgen von Staffel 12. So, jetzt aber mit der CGI-Serie weiter. Der Löwe von Sodor. Und ich denke, ab jetzt lese ich die Folgen nicht mehr vor, weil ab jetzt werden ja wirklich alle Folgen auf DVD rausgebracht, also von Staffel 13 bis 16 ist jede einzelne Folge auf DVD erhältlich. Na gut, nicht unbedingt in der richtigen Reihenfolge, aber alle da. Erst, ja, Staffel 17 fehlt einfach nur eine Folge. Deshalb werde ich jetzt nur noch die DVDs zeigen, damit es schneller geht. Der Löwe von Sodor, Thomas und die Ferkel, Thomas auf Drachenjagd, der Herr des Kuddelmuddels. Jetzt kommt Staffel 14 mit Tobi und der Flüsterwald, das lustige Geräusch, Vorsicht, Jobiholz und Thomas und seine Schneemannparty. Moving on to Staffel 15 mit Percys neue Freunde. Die letzte DVD, zumindest von meinen hier, mit dem Tugolino-Logo. Auf den nächsten ist das Tugolino-Logo nicht mehr da. Die Rettungsloks, der feurige Flynn und die Winterwerkstattparty. Nun Staffel 16 mit Tuten und Hupen, Hupen und Tuten, Thomas und der Müllzug, da platzen einem doch die Puffer. Die Weihnachtsbaumsuche, aka Thomas und die Weihnachtsbaumsuche. Und das war's mit der Miller-Ära, nun Staffel 17 und die Thomas-Methode, der Geister-Express, Percys Glückstag, Thomas Schneepflug und Thomas Abkürzung. Das Ding ist ja, Staffel 12 bis 16 hatten jeweils nur 20 Episoden und Staffel 13 bis 16 sind auf Deutschland komplett auf DVD erschienen, einfach 5 Episoden pro DVD und damit 4 DVDs pro Staffel. Staffel 17 hatte dann aber wieder 26 Episoden, deshalb. Ja, sind das jetzt schon 5 DVDs und auf jeder sind 5 Episoden drauf. Allerdings, eine einzige Folge fehlt noch und die wäre Kevin hilft Cranky. Allerdings, Thomas Abkürzung ist die neueste deutsche DVD von dieser Reihe hier. Und die ist erschienen im Februar 2018. Über ein Jahr her und eine DVD Nummer 45 wurde noch nicht angekündigt. Um das einmal klarzustellen, von dieser Reihe hier habe ich alle DVDs, beziehungsweise Nummer 2 habe ich eben als Kassette. Nun, weiter geht's, denke ich, mit den Specials. Auch was die Specials betrifft, habe ich eigentlich alle, aber ich zeige es einfach trotzdem. Das Desaster, das sich Thomas die fantastische Lokomotive nennt. Nein, schneid das raus, das ist zu provokant. Thomas die fantastische Lokomotive. Thomas und seine treuen Freunde. Der Versuch eines Spin-Offs. Alle Loks im Einsatz. Das erste 1-Stunde-Special zur Feier des 60-jährigen Jubiläums. Geschrieben von Paul Larson, wenn ich mich richtig erinnere. Die Abenteuer der Loks. Die letzten 6 Episoden von Staffel 11. Als DVD-exklusiv erschienen. Und sogar in Deutschland. Eine der wenigen Nicht-Special. Eigentlich schon Special. Ja, nicht Special im Sinne von 1-Stunde-Filme, sondern einfach eine von den wenigen DVDs, die auch nach Deutschland übersetzt wurde, obwohl sie nicht aus Deutschland stammt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe das gerade total falsch formuliert. Jetzt aber nur noch die 1-Stunde-Filme. Die große Entdeckung. Der Held der Schienen. Rettungseinsatz Nebelinsel. Dampfloks gegen Dieselloks. Das Geheimnis um den Blauen Berg. König der Schienen. Die Geschichte der mutigen Loks. Sodors Legende vom verlorenen Schatz. Das große Rennen und auf großer Reise. Und ich weiß, ich habe gesagt, 1-Stunde Film und auf große Reise geht über 1 Stunde, nämlich 70 Minuten.
Aber naja, ihr wisst schon. So, jetzt habe ich noch die Aldi-DVDs und die englischen und die Dinosaurier-DVDs, zu denen ich am Ende komme. Ich denke, ich mache jetzt erstmal die Aldi-DVDs. Nämlich sind es die Aldi-DVDs, die mir tatsächlich noch nicht vollständig zur Verfügung stehen. Genau. Also, die, die ich habe, sind Thomas in Not mit den Episoden Thomas in Not, Bertie der Bus, Tobi und der elegante Herr und Berties Jagd, was total so keinen Sinn macht, weil Tobi und der elegante Herr vor Thomas in Not spielt, beziehungsweise die Folgen überlappen sich, aber eben erst kommt Tobi und der elegante Herr. Ich versuche die Softbox richtig zu drehen, dass es nicht zu sehr reflektiert. Dann der rätselhafte Drachen mit den Episoden der rätselhafte Drachen, Henry und Elefant, Fisch und unnütze Käfer. Eine weltberühmte Lok mit den Folgen, ich nehme an, eine weltberühmte Lok. Vier kleine Lokomotiven, großmäulige Lastwagen und der Geisterzug. In der Mine mit den Episoden. In der Mine, Kohle, dreckige Dinger und Schmutzarbeit. Als letztes hier die Opermotive mit der Postzug, die Opermotive. Zweite Folge auf der DVD. Schlafende Schönheit und tapfere alte Lok. Es fehlt mir noch die mit Tobi drauf. Wer bringt die Post, war das genau. Und die mit Bertie ist wohl so ein neues Beispiel für den Mandela-Effekt. Also ja, dann meine englischen DVDs, die ich habe. Okay, die restlichen Thomas-DVDs mache ich einfach hier auf dem Schreibtisch. Das sind nicht immer so viele jeweils. Also ich, ach, bin jetzt einfach in der Reihenfolge, in der dieser liegen. Die kompletten Staffeln 3 und 4 habe ich von Jonas bekommen. Whale of a Tale and Other Soda Adventures mit den Folgen Toad and the Whale, Who's Jeffrey, The Truth About Toby, Lost Property, Henry Spots Trouble und Salty All at Sea. Dann The Great Race habe ich auch auf Englisch, bevor es auf Deutsch angekündigt wurde, zu meinem 13. Geburtstag im Thomas Park, Jade Manor Theme Park, gekauft. The Adventure Begins habe ich ebenfalls vor ein paar Wochen, als ich des Fazits wegen mir bestellt. Dann die kompletten Staffeln 2, 6 und 7 habe ich ebenfalls in Drayton Manor mir besorgt. So, dann moving on. Jetzt erstmal weg von offiziellen DVDs und zu gebrannten DVDs. Ja, ich habe solche Dinger, wo man die so raufstecken kann. Aber jetzt gerade erstmal nicht. Ich habe jetzt doch sortiert, weil mir es aufgefallen ist, dass es mehr Sinn macht. So, nämlich die gebrannten DVDs, nämlich die Folgen, die es nicht offiziell auf DVD gab. Da habe ich mir Fernsehaufnahmen runtergeladen und auf DVDs gebrannt. Na, wie soll ich sie sonst gucken? Nämlich hier die klassischen Folgen, die nicht auf DVD erschienen sind. Aus Staffel 1 bis 5, 41 sind hier drauf. Dann hier aus der neuen Serie die verlorenen Folgen. Beziehungsweise Thomas, Emily und der Schneepflug und was war die andere Staffel 8 Folge? Emily hat's eilig, war das, meine ich. Die habe ich noch nicht, die füge ich dann später noch hinzu. Hier dann komplett Staffel 12. Dann hier Staffel 18 habe ich auf US geschaut, weil ich kann Ben Smalls, Thomas Stimme nicht ab. Beg your pardon. Hier Staffel 20, nochmal Staffel 20. Die Staffel 20 dann auf Britisch und 21 auch. Hier nochmal Small Railway Engines und Staffel 21, Staffel 21 und Staffel 21. Die Aufnahmen hat mir, die DVD-Rips hat mir Jonas freundlicherweise geschickt und ich habe sie da mir dann gebrannt. Genau. So, weiter geht's. Das hier ist auch keine gebrannte DVD, sondern aus diesem DVD-Take-A-Long-Set. Nämlich bevor Staffel 17 auf DVD erschien, gab es noch hier die Thomas-Methode und der Geister-Express in diesem kleinen Set-Ding. Ja, das war ganz cool. Dann habe ich hier noch drei weitere ganz alte, uralte DVDs aus meiner Kindheit, wo wir uns ein paar Thomas-Folgen gebrannt haben. Es sind einfach nur Thomas 41 Folgen, Thomas 1, 56 bis 119 und 36 Folgen Deutsch und Englisch. Ich habe mich hier auch aufgeschrieben, auf welchen DVDs welche Folgen sind. Ich weiß nicht, ich hoffe, ich werde das nicht vorlesen. Ich halte es einfach mal so hin, fokussiere und hoffe, dass man es lesen kann, wenn man es wirklich will. Und ja, das wäre das. Lass mich kurz nochmal nachsehen, ob ich auch nichts vergessen habe. Okay, nicht direkt vergessen, aber hier sind alte, kaputte DVDs. Nicht, also schon irgendwie doppelt, aber halt nicht direkt doppelt, weil. Ach, die sind kaputt. Deshalb zählen die nicht als doppelt. Und nun würde ich euch gerne nochmal stolz meine ganzen Dinosaurier-DVDs präsentieren. Ich habe jetzt hier auf vier Stapeln und die sind nämlich hier die Giganten der Urzeitreihe, BBCs Dokumentationen, andere Dokumentationen und Nicht-Dokumentationen.
Ein paar von denen könnten umstritten sein, aber ich mach's einfach mal. Die Giganten der Urzeitreihe. Ich hab die vollständig. Da werden hier erstens. Ja, ich bin mir über die Reihenfolge nicht sicher. Ich weiß nur, die erste Folge ist die mit Spinosaurus, der größte Killer-Dino. Dann der Bärenhund, der Terrorvogel, Titanis, der Acrocanthosaurus, Megalania und T-Rex der Tiefe, Mosasaurier. Ja, die Reihe ist ein bisschen umstritten. Ich mag sie, aber ich kann nicht bestreiten, dass es so eine typische amerikanische, alles unaufhaltsame Tiere. Halt. Also das beste Beispiel für solche, das Phänomen, was ich meine, wäre Jurassic Fight Club. Es gibt sich als Dokumentation aus, aber eigentlich will es nur so viel Gewalt wie möglich zeigen, um halt Action zu zeigen. Ich weiß nicht, ob verständlich ist, wer Jurassic Fight Club kennt. Wird's auf jeden Fall wissen, ich hab's ehrlich gesagt noch nicht vollständig geschaut, aber ja, wäre vielleicht besser so. Okay, nun zu BBCs Dokumentationen. Zum einen, ich weiß, das sind nicht alles Dinosaurier, aber braucht ihr mich nicht zu lehren. Ich weiß ganz genau, was ein Dinosaurier ist und was kein Dinosaurier ist. Die Ahnen der Saurier im Rechte Urzeitmonster handelt dann von den Tieren vor den Dinosauriern. Die Erben der Saurier im Rechte Urzeit nach den Dinosauriern. Und ja, dazwischen kommt ja Dinosaurier im Reich der Giganten. Es ist als erstes erschienen, aber spielt halt während der Zeit der Dinosaurier, weil es um Dinosaurier handelt. Habe ich nicht auf DVD, sondern auf Fire TV. Weiter geht's hier mit Die Geschichte von Big L, das Geheimnis von Big L, wie auch immer. Ja, um das berühmte Skelett von Big L, so eine Lebensgeschichte, wie die hätte verlaufen können. Wer keine Ahnung hat, wovon ich rede, Big L ist halt so ein Allosaurus-Skelett. Das hatte 19 Verletzungen und anhand dieser Verletzungen, je nachdem, wie gut sie verheilt waren, wie kurz vor dem Tod sie eingetroffen sind, konnte man relativ schlüssig erklären, wie sein Leben hätte verlaufen können. Und das genau ist genau das, was diese Dokumentation hier macht. Dann Prehistoric Park. Ja, das ist auch eine Dokumentation, halt eine andere Art. Ja, mit Nigel Marvin und so. Ja, Prehistoric Park ist klasse. Die ganze Serie ist das hier. 6 DVDs. Die komplette Serie auf 2 DVDs. Wie komme ich auf 6? Kann ich wirklich nur empfehlen. Das ist wirklich. Macht Spaß. Klasse gemacht. Genauso wie Monster der Tiefe im Reich der Urzeit. Auch mit Nigel Marvin. Da geht es halt um prähistorische Meeresbewohner. Da gibt es ja auch, das noch vor Prehistoric Park kam, Chased by Dinosaurs, auf Deutsch einfach nur im Reich der Giganten. Das haben wir auch nicht auf DVD, allerdings auf einem Server gespeichert. So eine alte Aufnahme. So, dann als letztes von BBC, Die Reise der Dinosaurier, Flucht aus dem Eis. Würden manche nicht unbedingt als Dokumentation abstempeln, weil es ja mehr so eine schöne Geschichte ist. Na gut, schön, naja. Aber ich find's schön, ja, ich find's wirklich schön. So, dann die anderen Dokumentationen, weil BBC sind ja, vielleicht die besten Dinosaurier-Dokumentationen machen, aber auf jeden Fall nicht die einzigen, die es machen. Zwei ohne Hülle sind hier Giganten Patagoniens und Die letzten Jahre der Dinosaurier. War auch immer ein Favorit von mir. Ich find's klasse. Dann hier die Dinosaur Revolution als DVD und die deutsche Version, die Saurier Revolution als Blu-ray. Ja, das ist auch so eine Sache. Viele finden es als Dokumentation schlecht gemacht, weil es halt viele Cartoon-Momente hat. Ich persönlich liebe diese Dokumentation. Es war auch immer eine meiner Favoriten, weil die Animation so großartig war. Aber wie gesagt, es gibt ja diesen Re-Edit Dinotasia, den haben wir auch auf einem Server gespeichert als Aufnahme. Aber ich finde Dinosaur Revolution eher superior. Und hier einfach den Museumsführer vom Dino Park Münchehagen. Ist eine DVD mit bei. Habe ich einfach dazu genommen, weil warum nicht? Dann hier auf 2 DVDs komplett Jurassic CSI. Kann ich nicht groß mehr dazu sagen. Dann das Erbe der Dinosaurier. Nicht die Erben der Saurier von BBC. Von wem ist das hier? Discovery Channel? Okay, ich will nichts Falsches sagen. Hier versucht es euch durchzulesen, wenn ihr es unbedingt wollt. Dann hier Giganten der Urzeit. Das ist so ein Special Set. Das enthält Im Tal des Tyrannen, Neues vom T-Rex, so eine T-Rex-Dokumentation mit Jack Horner, der der festen Überzeugung ist, also nicht der festen Überzeugung, er hat halt die Theorie, dass T-Rex ein Aasfresser sei und kein Raubsaurier. Jack Horner hat auch in den Jurassic Park-Filmen mitgewirkt. Dazu später mehr. Dann enthält es weiterhin noch Saurier hautnah, oder When Dinosaurs Roamed America, sozusagen das amerikanische Gegenstück von BBCs Dinosaurier im Reich der Giganten, was nicht heißen soll, dass es schlecht ist. Ich finde es auch großartig. Erst vor
gar nicht so lange her, dass ich das letzte Mal geschaut habe. Und hier noch so eine Sammelbox, das ist einfach nur Dinosaurier. Und das enthält Säugetiere gegen Dinosaurier. Das ist eigentlich, das ist derselbe Film hier. Das ist das Erbe der Saurier, das Erbe der Dinosaurier. Und hier, als die Dinosaurier die Welt beherrschten. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Also die Bilder hier, die sind aus die letzten Jahre der Dinosaurier. Das zumindest ist aus der Folge mit White Tip. Die Dokumentation widerspricht sich ab und zu mal selbst. Und ja, ich schaue sie gerne, aber ein paar scheint manchmal ein bisschen weit hergeholt zu sein. Und wie gesagt, Widersprüche sind da. Mal wird gesagt, Spinosaurus war der größte Fleischfresser mit 18 Metern. Und dann wurde gesagt, er hat einen T-Rex gefunden, der war 20 Meter lang, was auch Blödsinn ist. Die Geheimnisse der Wüste Gobi. Und die letzten Tage der Dinosaurier. Rund ums Aussterben der Dinosaurier. Ja, düster, aber kann man es erwarten. So, das wäre es jetzt damit und nun zu den Nicht-Dokumentationen-Dinosaurier-Filmen, weil Dinosaurier sind in der Populärkultur so populär, dass halt jeder gerne Filme mit ihnen macht. So, als erstes hier Dinosaurier im Reich der Giganten 3D, der Film mit ja, Patchy, dem Paririnosaurus. Ja, was diesen Film versaut hat, war, dass man im letzten Moment sich entschieden hat, die vier von den Dinosauriern sollen sprechen und das den ganzen Film überlang, nerviger Dialog zwischen vier Charakteren. Die Animation ist großartig, keine Frage. Aber naja, so schlimm finde ich den Film aber auch nicht. An hier Speckles, die Abenteuer eines Dinosauriers. Ich weiß auch nicht, was ich von dem Film halten soll. Ich meine, ich mag ihn, aber es ist halt irgendwie schlecht gemacht. Einerseits ist es irgendwie ein Familienkinderfilm, aber weil halt hier Speckles spricht selber, es ist keine Dokumentation. Aber andererseits ist der Film auch so grausam, so viele wichtige Familienmitglieder sterben am Ende. Gut, ich will jetzt nicht spoilern, es sterben eine Menge und es ist total traurig und viel zu traumatisierend für einen Kinderfilm. Also, der Film weiß nicht, was er sein will. Der Dino Park in der deutschen Version auch mitgearbeitet. In der deutschen Version fehlen voll viele Szenen, ist mir auch aufgefallen. Dann Disneys Dinosaurier. Ja, der ist auch ziemlich gut hier. Ja, der ist wirklich gut. Ja, natürlich, wie kann man den Klassiker vergessen? Die Jurassic Park Trilogie, also Jurassic Park, Vergessene Welt Jurassic Park und Jurassic Park 3. Alle hier drin, plus jede Menge Bonus-Features. Die Jurassic World Filme habe ich auch wieder nicht auf DVD, sondern auf Fire TV. Beide soweit. Jurassic World und das gefallene Königreich. So, jetzt Primeval, Rückkehr der Urzeitmonster. Ja, von denen, die Dinosaurier im Reich der Giganten angefangen haben, die haben auch sich gedacht, diese Kreaturen sind so faszinierend, da kann man eine Dokumentation draus machen. Und sie waren die ersten, die da eine richtig gute Dokumentation draus gemacht haben. Aber man kann damit auch eine gute Serie machen. Und das haben sie gemacht mit Primeval. Das ganze Ding hier ist ab 16, die komplette Serie Sammelbox. Allerdings, die DVDs sind alle ab 12, bis auf die, also eine hier. Ich nehme an, das liegt an der Folge mit diesen Pilzen da. Die war ein bisschen ekelhaft. Und deshalb das ganze Ding ab 16, naja. Primeval ist großartig. Ich habe auch in der Zeit zwischen Weihnachten, wo ich das bekommen habe, und Silvester die komplette Serie durchgeschaut, inklusive Bonus-Features und inklusive dem kanadischen Spin-off Primeval New World. Hat sich leider nicht lange gehalten. Nur eine Staffel wurde produziert. Und das Ding ist, Primeval, jede Staffel hat mit einem riesigen Cliffhanger geendet. Auch die letzte Staffel. Aber der Cliffhanger wurde hier nicht mal aufgeklärt. Stattdessen, ja, Spin-off spielt komplett an einem anderen Ort. Also, Connor, einer der Charaktere hier, der taucht noch in zwei Folgen Primeval New World auf, in der ersten und der letzten. Aber auch Primeval New World endet mit einem Cliffhanger. Und, naja, ich will nicht spoilen. Einzige, was ich sagen kann, wäre, man weiß am Ende der letzten Folge nicht, ob dieses gesamte Franchise je passiert ist oder nicht. Ja. Und das Letzte, was ich zu bieten habe, wären die komplette Filmreihe von In einem Land vor unserer Zeit. Ja, diese Box hier enthält die ersten 13 Filme und alle Folgen der TV-Serie. Und ja, seitdem ist dann noch ein 14. Film erschienen, Die Reise der mutigen Saurierfreunde. Und da habe ich letztens das komplette Ding durchgeguckt. Ja, ich kann nochmal zeigen, wie das aussieht hier. Hier die TV-Serie, da sind immer zwei Folgen auf einer DVD drauf. Die TV-Serie spielt zwischen Film 13 und 14.
Und hier die ganzen ersten 13 Filme. Ja, die sind großartig. Das Ding ist auch, ich habe, ja, wie gesagt, letztens die komplette Reihe durchgeschaut und irgendwie, ich habe, obwohl ich sie seit Jahren nicht geschaut habe, konnte ich mich wirklich an jeden einzelnen Film und ziemlich an jede Folge der TV-Serie noch irgendwie erinnern. Außer den 14. halt, weil der ist 2016 erschienen. Ja, ist eine ziemlich lange Geschichte, wie ich wieder zu den Filmen gekommen bin, aber das wäre ein bisschen zu lange, deshalb erzähle ich die mal nicht. Und ja, das wär's mit meinen Thomas-DVDs und meinen Dinosaurier-DVDs. Bin ich froh, das endlich mal gezeigt zu haben und bin stolz auf meine ganze Sammlung. Jetzt zeige ich nochmal alle DVDs aufeinander gestapelt und dann war's das.